Hallo, ich bin Michael Fährmann von der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen und ich zeige euch, wie man einen Knatterflitz baut. Als Material braucht ihr eine Sperrholzplatte, ein Stück Styropor, ein Stück doppelseitiges Klebeband, ein Teelicht und ein Kupferrohr. Das benötigte Werkzeug ist ein Bleistift, ein Geodreieck, eine kleine Schraubzwinge, eine Säge, ein Bohrer, ein Rundstab, ein Feuerzeug und eine Kunststoffspritze. Mit Hilfe des Geodreiecks zeichnet ihr euch auf das Holzbrettchen die Spitze des Bootes an und sägt es anschließend aus. Die Sperrholzplatte legt ihr als Schablone auf das Styroporstück und sägt die Form mit der Säge nach. Jetzt klebt ihr die Sperrholzplatte und das Styropor zusammen. Um die Lage der Bohrlöcher für das Kupferrohr festzulegen, stellt ihr das Teelicht in die Mitte des Bootes. Dann zeichnet ihr mit dem Bleistift die Lage der Bohrungen auf das Brett. Anschließend werden die Löcher gebohrt. Dann nehmt ihr den Rundstab und spannt ihn in den Schraubstock ein und wickelt das Kupferrohr zweimal drumherum. Achtet bitte darauf, dass die Enden gleich lang sind. Die beiden Enden biegt ihr so auseinander, dass sie in die Löcher passen. Dann wird das Kupferrohr mit den beiden Enden durch die Löcher geschoben. Die zwei Enden des Kupferrohres biegt ihr vorsichtig nach hinten. Nun stellt ihr das Teelicht unter die gebogene Spirale des Kupferrohrs. Nun könnt ihr das Boot zu Wasser lassen. Jetzt wird mit der Kunststoffspritze das Röhrchen mit Wasser befüllt. Nach ein paar Sekunden wird der Knatterflitz losfahren. Durch die Hitze verdampft das Wasser in der Spirale und der dadurch entstandene Überdruck entweicht durch die Kupferrohre. Dadurch entsteht ein Rückstoß und das Boot fährt los.